Ja, moin moin und wieder ganz herzlich zurückgekommen auf dem Kanal. Wir haben noch unsere 10 Boosterchen hier liegen. Und ja, da wollen wir jetzt natürlich auf jeden Fall mal reingucken. Weil, ja, warum auch nicht, nicht wahr? Das sind jetzt hoffentlich, ja, deutsche Booster, genau. Wer das Unboxing der, des Bundles noch nicht gesehen hat, der kann sich das auf jeden Fall gerne angucken. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal hier in die deutschen Booster rein und gucken, ob wir hier auch was Schönes kriegen. Und ja, dann wollen wir mal gucken. So ist es, glaube ich, besser, ne? Ich denke vom Licht. Oh, jo, einmal schön vor die Lampe gehauen. So, Licht ist, glaube ich, auch okay. Und wir legen mal los. Die Deutschen, die kennen wir jetzt noch gar nicht, die Namen. Also ich zumindest nicht. Entschuldigung, aber irgendwie, ne? Ihr habt es ja schon mitgekriegt. Ich bin so ein bisschen angeschlagen im Moment. So, aufdringliche Packbestie, okay. 5 Mana, 1 Samus-Weißer, 3-3, Kreaturbestie, Wachsamkeit. Wenn die aufdringliche Packbestie ins Spiel kommt, tappe bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl, die deine Gegner kontrollieren. Okay, alles klar. Dann haben wir Kind der Nacht, 2-1 für 2 Mana, 1 Samus-Schwarzer mit Lebensverknüpfung. Und der Belagerungswurm, 7 Mana, 2 davon müssen grün sein, 5-5 und einberufen. Nicht wahr, das ist die neue Fähigkeit. Die gibt es natürlich auch. Was heißt neu? Also die gab es schon mal. Das ist halt die Convoke-Fähigkeit, die haben wir schon gesehen, aber die ist halt jetzt wieder mit dabei, sagen wir es mal so. Kreaturen können dir helfen, diesen Zauberspruch zu wirken. Mit jeder Kreatur, die du tappst, während du diesen Zauberspruch wirkst, bezahlst du ein beliebiges Mana oder ein Mana der Farbe jener Kreatur weniger. So, und die verursacht Trampelschaden. Das heißt, wir können Kreaturen tappen, wenn wir den Spell casten, und dann wird es halt günstiger. Ganz praktisch, weil, nicht wahr, die 5 Mana kriegt man so zum Beispiel schon mal weg, die beliebigen. So, dann haben wir Brachialer Feldwebel. 4-2, 5 Mana, 1-5 muss rot sein, Eile und Mentor. Das ist jetzt wirklich eine neue Fähigkeit in dieser Edition. Immer wenn diese Kreatur angreift, lege eine +1/+1 Mark auf eine angreifende Kreatur in der Wahl, deren Stärke niedriger ist, nicht wahr? Das heißt, der kann jetzt einen zum Beispiel, der 3-3 hätte, könnte er noch eine Marke verpassen, dann hätte der schon 4-4. Weiter geht's mit Verächtlicher Hieb. in Blau. 2 Mana, 1 davon muss blau sein, Spontanzauber, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 4 oder mehr. Also der haut auch dicke Dinger kaputt, also ne, hauptsächlich dicke Dinger. Häuserschluchtenspeer, 2 Mana, 1 davon muss weiß sein, 2-1. Immer wenn der Häuserschluchtenspeer angreift, kannst du ein beliebiges und ein weißes bezahlen. Falls du dies tust, erhält er Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges, okay. Mensch, Speer übrigens. Dann haben wir rechtschaffender Schlag. Viele Schläge hier. Spontanzauber, ein Weiß für ein Weißes. Der rechtschaffende Schlag fügt einer angreifenden oder blockenden Kreatur deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Das ist auf alle Fälle ganz cool. Gerade als Spontanzauber und für einen Maler 2 Schaden schießen, das ist schon mal ganz fesch. So, Friedensstifter Zentaurin. 3-3 für 3 Mana. Ein grünes, ein weißes muss dabei sein. Kreatur Zentaur Kleriker. Wenn die Friedensstifter-Zentaurin ins Spiel kommt, erhält jeder Spieler 4 Lebenspunkte dazu. Jeder Spieler? Okay. Ja, stiftet halt Frieden. So, Hammerkämpfer. 2 beliebige, ein rotes, ein weißes, 5-2 Kreatur, Riesensoldat mit der Mentorfähigkeit. Da kann man halt irgendwie schöne bis 5 hoch die Leute schieben. Gnadenlose Gorgo mit dem geilen Artwork. Ein beliebiges. Und 2 entweder grün oder schwarz, 2-2 mit Todesberührung, Kreatur Gorgo. Dann haben wir den Kraulschwarm, das sieht ja mal cool aus auf jeden Fall, sehr schick. 5 Mana, 1 davon muss schwarz sein, 4-1 Kreatur Insektkrieger, fliegend, ist auch unser erster Ankommen hier. 2 beliebige und ein schwarz können bezahlen, wirf eine Kreaturenkarte ab, bringe den Kraulschwarm aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Aha, okay. Dann haben wir Feuertreu-Feldherrin, Doppelrot, Doppelweiß, 4-3 mit einem Mentor. Immer wenn die Feuertreu-Feldherrin der Feuertreu-Feldherrin Schaden zugefügt wird, fügt sie einem Spieler deiner Wahl ebenso viele Schadenspunkte zu. Dann haben wir Degradierung, verzaubert eine Kreatur, ist eine Verzauberung, eine Aura für ein Weißes. Die verzauberte Kreatur kann nicht blocken oder ihre aktivierten Fähigkeiten können nicht aktiviert werden. Ja, okay, also ne, eine schöne Kastration. Und als Rare haben wir die Bruthöhlenspinne mit einem sehr coolen Artwork. Kostet 7 Mana, doppelgrün muss dabei sein, 5-7 mit Reach, also Reichweite. Totenwelt, wenn du diesen Zauberspruch wirkst, decke die obersten Karten deiner Bibliothek auf. Die obersten X-Karten, pardon.
deiner Bibliothek auf, wobei x gleich der Anzahl der Kreaturenkarten in deinem Friedhof ist. Du kannst davon eine grüne bleibende Karte mit umgewandelten Mana-Kosten von x oder weniger ins Spiel bringen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Ja, das ist die neue Fähigkeit auf Deutsch diesmal. Nicht wahr? Das ist auf alle Fälle ganz schick. So, Scry Plus. Wer ist auf Deutsch? Hellsicht, genau. Mit etwas Plus. Ja, für die, die das andere Video noch nicht gesehen haben, es gibt wieder Doppelländer in diesem Spiel. Es gibt auch coole Doppelländer in diesem Spiel. Das hier ist ein nicht so cooles. Denn es kommt getappt ins Spiel. Ist halt im Limited, habe ich ja schon gesagt, ganz nett, wenn man irgendwie ein bisschen Mana-Fix machen muss. Aber ansonsten halt ein Spielzug verloren. Ne? Ich könnte mich jetzt wieder darüber auslassen, aber das tun wir mal nicht. Weiter geht's stattdessen mit Booster Nummer 2. Die sind richtig fest zu im Vergleich zu den anderen. So, hier haben wir den Eisenhautkäfer. 2 Mana, 1 davon muss grün sein, 1-1. Wenn der Eisenhautkäfer ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl. Weiter geht's mit Wojak Leibwache. 3/3 für 3 Mana, 1 davon muss rot sein. Kreatur, Mensch, Soldat mit einem Mentor. Die Wojak Leibwache kann weder alleine angreifen noch alleine blocken. Dann haben wir Beobachter aus dem Nebel für 5 Mana. Doppelblau muss dabei sein. 3/4. Kreaturgeist fliegend. Wenn der Beobachter aus dem Nebel ins Spiel kommt, wende Überwachen 2 an. Schau dir die obersten 2 Karten deiner Bibliothek an, lege dann eine beliebige Anzahl davon auf deinen Friedhof und den Rest in beliebiger Reihenfolge oben auf deine Bibliothek, nicht wahr? Das war jetzt die Scry Plus Fähigkeit. Das andere, das war, was war das denn? Das war die Geschichte mit den Kreaturenkarten auf dem Friedhof. So, das hier war jetzt die Scry-Fähigkeit. Entschuldigung, die Hellsicht, habe ich mich eben so ein bisschen vertan. So, Falke des Heilers in One-Drop, 1-1 in Weiß fliegend. Lebensverknüpfung, das ist eine schöne Karte. Ein schöner One-Drop, den man mal spielen kann. Gerade Lebensverknüpfung, wenn man den dann aufpumpt. Und Flieger, coole Karte. Das ist so eine Kombi, die ich mag, muss ich echt sagen. Auch wenn ich kein Weißspieler bin, aber zum Beispiel Manu-Deck oder so, absolut optimal für den niedrigen Mana-Bereich, finde ich. So, dann haben wir die Erker-Turm-Fledermaus für 4 Mana, 1 muss schwarz sein, 3 1 und fliegend. Das ist dann eher schon schlechter in dem Moment. Wilder Ceratops 4 Mana, ein grünes muss dabei sein, 4 3 und Vanilla, kann auch nichts. Aufstand der Unterstadt, 2 beliebige, ein schwarzes, ein grünes. Hexerei-Kreaturen, die du kontrollierst, seit Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Dann kämpft eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, gegen eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Jede Kreatur fügt anderen Schadenspunkte in ihrer Stärke zu. Ja, ne? Nicht wahr? Das ist jetzt auch nicht so spektakulär. Obwohl, ja gut, Death Touch ist auf alle Fälle. Kann ganz nett sein, wenn man halt irgendwie eine kleine Kreatur hat und will eine große platt kriegen. Das ist auf alle Fälle, wenn das anders nicht möglich ist, ein probates Mittel, würde ich sagen. So, Rosenmähnen-Zentaur. 3 beliebige, ein grünes, ein weißes, 4/4. Kreatur-Zentaur-Soldat mit Einberufen und Wachsamkeit. Weiter geht's mit Celestia Medaillon. Hier gibt es wieder diese Medaillons, die halt irgendwie tappen für Mana einer bestimmten Gilde. Hier, wie gesagt, das ist Celestia. Ein Artefakt für 3 Mana. Können wir tappen, erzeugen ein grünes oder ein weißes Mana. Oder wir können 4 Mana, grün oder weiß, beliebiger Zusammenstellung bezahlen und tappen. Opfer das Celestia Medaillon, ziehe 2 Karten. Dann haben wir die Dunkelklingen-Agentin. Ein beliebiges, ein blaues, ein schwarzes. 2/3 Kreatur, Mensch, Assassine. Solange du in diesem Zug Überwachen angewendet hast, ja, ich war die Fähigkeit Überwachen angewendet hast, hat die Dunkelklingen-Agentin Todesberührung und immer, wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Ne? Also ihr müsst einmal überwacht haben, damit das dann funktioniert. So, hier haben wir den Weltenseelenkoloss. Okay. X Mana. Ein grünes, ein beliebiges 0/0 mit einberufen. Das heißt, das kann man dramatisch vergünstigen, wenn man genug Kreaturen hat. Der Weltenseelenkoloss kommt mit x +1/+1 Spielmarken ins Spiel. Das ist auf alle Fälle eine feine Sache, würde ich sagen. Die gefällt mir, die Karte auf jeden Fall. Dann haben wir Straßenschlacht. 5 Mana, 1 davon muss rot sein, eine Verzauberung. Solange es dein Zug ist, erhalten Kreaturen, die kontrollierst, +1/+0 und verursachen Trampelschaden. Oh, das ist schön. Das ist eine definitiv coole Karte, die gefällt mir. Dann haben wir noch ein lautloser Pfeil, ein Artefakt für 1 Mana. 4 beliebige Mana können wir bezahlen, tappen und opfern. Also den lautlosen Pfeil. Er fügt einer Kreatur deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Und unser Rare ist schmetterndes Signalhorn. 3 Mana, 1 muss rot sein, 1 muss weiß sein. Hexerei, bestimme eines oder beides. Das schmetternde Signalhorn fügt jeder Kreatur 3 Schadenspunkte zu. Oh, jedes. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Okay.
Ja, aber Vorsicht, jeder Kreatur, nicht wahr? So, dann haben wir noch den Boros-Gilden-Eingang in Rot-Weiß. Das kommt auch wieder getappt rein, deswegen so lala, nicht wahr? Wie schon gesagt, weiter geht's. Und die Dinger, die sind echt im Vergleich zu den anderen mega zugetackert hier. So, guck mal da raus. So, Fangbein-Einsiedlerspinne. 3 Mana, 1 zu Fuß grün sein, 1 zu 4 und Reichweite. Wer hätte das gedacht? Dann haben wir den Stromschlag, Doppelrot, ein beliebiges, eine Hexerei. In Rot, der Stromschlag fügt einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Katalyse. Du kannst diese Karte aus deinem Friedhof wirken, indem du zusätzlich zu ihren anderen Kosten eine Karte abwirfst. Schicke sie danach ins Exil. Auch eine neue Fähigkeit und Katalyse, interessant. Auf Deutsch. Verächtlicher Hieb, haben wir schon mal gesehen. Verfolgter Zeuge in One-Drop 1-1 für ein weißes Kreatur Mensch. Wenn der verfolgte Zeuge stirbt, erzeuge ein 1-1 weißen Soldat Kreaturenspielstein mit Lebensverknüpfung. Das ist cool auf alle Fälle, gerade mit Lebensverknüpfung. Verschleierter Schatten. Für 3 Mana, 1 auf Schwarz, ein Kreatur Schatten 2-2. Wir können beliebiges und Schwarz beziehen, bezahlen. Der verschleierte Schatten erhält plus 1 bis zum Ende des Zuges. Dann haben wir noch Gravitationshieb. Hexerei, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, fügt einem Spieler deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Stärke zu, was ist denn los heute hier? Kataklyse hatten wir wieder, nicht wahr? Dann haben wir den Kolbenfaust-Zyklopen, ein beliebiges und zwei entweder rot oder blau beliebige Kombination. 4-3 Kreatur Zyklop, Verteidiger, solange du in diesem Zug einen Spontanzauber oder eine Hexerei gewirkt hast, kann der Kolbenfaust-Zyklop angreifen, als ob er nicht Verteidiger hätte. Ja, ist doch ganz nett. Dann wieder das Celestia-Medaillon. Ich frage mich mittlerweile, ob es die nur für Celestia gibt. Ich habe die, glaube ich, bis jetzt nur als Celestia-Dinger gesehen. Feldwebel der Garnison für 5 Mana. Eins muss weiß sein, eins muss rot sein. 3-3. Kreatur Viashino Soldat. Der Feldwebel der Garnison ein Doppelschlag. Solange du ein Tor kontrollierst, also ein Gate, nicht wahr? Dann ist das auf alle Fälle eine Karte hier für Leute, die so ein Deck mit Gates spielen. Dann haben wir eine Doppelkarte hier. Integrität und Intervention. Beide Spontanzauber, einmal für ein rotes oder weißes. Eine Kreatur deiner Wahl plus 2 bis zum Ende des Zuges. Oder Intervention für ein rotes, ein weißes und zwei beliebige. Die Intervention fügt einem Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Du erhältst 3 Lebenspunkte dazu. Ja, das ist doch schon mal schön. Dann geht es weiter mit Schar der Äquinauten. 7 beliebige und ein weißes 4, 5, also 8 Mana kostet der Spaß. Hat auch Konvok, also einberufen, kann günstiger gemacht werden durch Tappen und fliegend. Okay, sehr teuer. Dann haben wir noch die Stadtspeer-Sphinx. 6 Mana, eins davon muss blau sein. 5, 4 Fliegen-Kreatur-Sphinx. Wenn die Stadtspeer-Sphinx stirbt, wende Überwachen 2 an. Also, ne, nicht wahr, schau die obersten 2 Karten deiner Bibliothek an, leg dann eine beliebige Anzahl davon auf deinen Friedhof, den Rest in beliebiger Reihenfolge auf deine Bibliothek. Also das ist hier der Scry Plus, wie gesagt. Dann haben wir den Pelzsammler als Rare. Kreatur 11 Krieger 1-1 für ein grünes. Immer wenn eine andere Kreatur, die du kontrollierst, ins Spiel kommt oder stirbt und falls ihre Stärke größer ist als die des Pelzsammlers, das was nicht ganz unwahrscheinlich ist, lege eine +1/+1 Marke auf den Pelzsammler. Solange 3 oder mehr +1/+1 Marke auf dem Pelzsammler liegen, verursacht der Trampelschaden. Okay, also er wird immer stärker und verursacht dann Trampelschaden. Das ist doch nett. Dann haben wir auch einen Dimir-Gildeneingang. Ne? Das ist hier so ein Gate, wie wir eben gesagt haben. Oh, und ein Boros-Medaillon. Ja, die Medaillons gibt es anscheinend auch in anderen Farben. Das ist hier einmal als voll. Das gibt es dann natürlich jetzt hier dann anscheinend in jeder Gildenfarbe. Hier haben wir dann rot-weiß und einen Soldatentoken. Schau, schau. So, weiter geht's. Zack. Und wir schauen mal. Wache des 10. Distrikts. 2 Mana, 1 muss weiß ein 2-2. Kreatur, Mensch, Soldat. Wenn die Wache des 10. Distrikts ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deine Wahl plus 0, plus 1 bis zum Ende des Zuges. Jawohl. Dann haben wir Wesensmalzeichnerin. 2 beliebige, 2 schwarze, 2-3. Und Totenwelt. Wenn die Wesensmalzeichnerin ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl bis zum Ende des Zuges Bedrohlichkeit. Und plus x plus 0, wobei x die gleiche Anzahl der Kreaturenkarten in deinem Friedhof ist. Ja, nicht schlecht. Das ist, ne? Diese Fähigkeit finde ich eigentlich ganz cool, wenn man viele Kreaturenkarten. Man muss natürlich auch das passende Deck dazu haben, muss ich sagen. Ne? Wenn man hauptsächlich Zauber und so spielt, dann ist es natürlich schwierig, Kreaturenkarten im Deck zu haben. Aber ansonsten eine coole Sache.
So, da haben wir den Kraul Beutegreifer. 5 Mana 1 5 muss grün sein, 4-4. Insekt Speer, Totenwelt. Wenn der Kraul Beutegreifer ins Spiel kommt, erhältst du für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof einen Lebenspunkt dazu. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann haben wir den Goblin Schlosser. Einen Goblin Räuber für 2 Mana 1 5 muss rot sein, 2-1. Hat er immer, wenn der Goblin Schlosser angreift, können Kreaturen mit Verteidiger in diesem Zug nicht blocken. Okay, also der ja, schließt die Tür auf seine eigene Art auf, wie man hier sieht. Dann haben wir die Musenskeader. 4 Mana, eins davon muss blau sein, 1-3 fliegend. Wenn der Musenskeader ans Spiel kommt, ziehe eine Karte. Festnahme des Schuldigen für 4 Mana, eine Spontanzauber. Eins davon muss weiß sein, zerstöre eine Kreatur, dann erwarte ich Widerstandskraft 4 oder mehr. Das ist halt, um die Großen zu killen. Dann haben wir das Izzet-Medaillon. Ja, die Medaillons gibt es wirklich in allen Farben, war ja klar. Artefakt für 3 Mana hier auch, dann das übliche Blau oder Rot oder halt 4 bezahlen, opfern, 2 Karten ziehen. Feldwebel der Garnison haben wir schon gesehen, das ist der, der einen Doppelschlag kriegt, so wenn wir ein Tor kontrollieren. Dann haben wir den Goblin Elektromagier für ein rotes und ein blaues 2-2 Kreatur Goblin Zauberer. Spontanzauber und Hexerei, die du wirkst, kosten beim Wirken ein beliebiges Mana weniger. Das ist auch immer ganz praktisch. Dann haben wir eine Hexerei, maximale Geschwindigkeit für ein rotes. Eine Kreatur, deiner Wahl hält +1/+1 und Eile bis zum Ende des Zuges. Des Weiteren Kataklyse, du kannst diese Karte, Katalyse, genau. Katalyse, du kannst diese Karte aus deinem Friedhof wirken, indem du zusätzlich zu ihren anderen Kosten eine Handkarte abwählst, schicke sie danach ins Exil. Das heißt, die können wir zu nur noch zweimal benutzen. Dann wieder den Weltenseelenkoloss, der mit X Marken ins Spiel kommt. Wie gesagt, finde ich ganz cool. Dann haben wir gedankengebundenes Trugbild. Für ein blaues 2-2 Verteidiger, ein Geist. Immer wenn du Überwachen anwendest, lege eine +1/+1 Marke auf das gedankengebundene Trugbild. Solange 3 oder mehr +1/+1 Marken auf dem gedankengebundenen Trugbild liegen, kann es angreifen, als ob es nicht verteidigt hätte. Ja, das ist doch schon mal ganz sweet. Dann haben wir noch den Seuchenseher. Für 3 Mana 1 davon muss schwarz sein, 3-2. Wenn der Seuchenseher ins Spiel kommt, opfert jeder Spieler eine Kreatur oder einen Planeswalker. Jeder Spieler, der dies nicht kann, wirft eine Karte ab. Okay. Und dann haben wir als Rare eine Split-Card. Expansion und Explosion. Zwei Spontanzauber, einmal Expansion für 2 rote oder blaue. Kopiere einen Spontanzauber oder eine Hexerei deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 4 oder weniger. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen, das ist schon mal sehr schön, sowas mag ich immer. Explosion, Doppelrot, Doppelblau und X. Die Explosion fügt einem Ziel deiner Wahl X Schadenspunkte zu. Ein Spieler deiner Wahl zieht X Karten. Okay, das ist natürlich sehr cool, vor allem wenn man das kombiniert, nicht wahr? Dann haben wir noch ein Celestia Guildgate, also Gildeneingang. Das ist hier das Tor in die Celestia-Farben in Grün und Weiß und ein Soldatentoken mit Lebensverknüpfung. So, schauen wir mal weiter. So, Feuerbalken, Elementarwesen. Für 2 Mana, 1 davon muss rot sein, 1-3. Dasselbe ist auch rot, verursacht Trampelschaden. Immer wenn du einen Spontanzauber an eine Hexerei wirkst, erhält der Feuerbalk +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Okay. Dann haben wir hypnotisierender Verdalken. 2 Mana, 1 davon muss grün sein, Kreatur verdalken. Zauberer 2-1. Wenn der hypnotisierende Verdalken angreift, erhält eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, -2/-0 bis zum Ende des Zuges. Okay. Dann haben wir den Parhelion oder Hellion, ich weiß nicht, wie man das aussprechen mag, Patrouille. Für 4 Mana 1 davon muss weiß sein, 2-3, fliegend, Wachsamkeit und Mentor. Knochenbarriere hört sich nach einer Mauer an, ja, für ein schwarzes 0-3 Verteidiger. Wenn die Knochenbarriere ins Spiel kommt, kannst du kannst du sie auf deinem Friedhof legen. So, da war auch der Fokus gerade so ein bisschen seltsam. Fallgitterranken. Noch eine Mauer, 0-3 für ein grünes, das adäquat anscheinend dazu. Zwei beliebige können wir bezahlen. Und Tappenopfer, eine Kreatur mit Verteidiger, ziehe eine Karte, das heißt, wir können das hier so tauschen. Kosmotronische Welle, für 4 Mana eine Hexerei in Rot, eins davon muss auch rot sein. Die kosmotronische Welle fügt jeder Kreatur, die deine Gegner kontrollieren, einen Schadenspunkt zu. Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, können in diesem Zug nicht blocken. Okay. Dann haben wir Wahnsinniger Zorn. Verzauberung Aura für 2 Mana, 1 davon muss rot sein. Verzauberung, verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur hat +2/+2 und kann nicht blocken. Dann haben wir Rhizomschlurfer. Für ein grünes, ein schwarzes und zwei beliebige 2-2.
Pilzwesen-Zombie, Totenwelt, der Rätselstufe kommt für jede Kreatur gerade in einem Friedhof mit einer +1/+1 Marke ins Spiel. Das ist auf alle Fälle interessant, wenn man viele Kreaturen da liegen hat. Lederwächterin für 4 Mana, ein weißes Muster bei sein, 2/4 Kreatur, Mensch, Ritter in Weiß mit einberufen, also Convoke. Dann einen Kraftsporenwurm, Kraftsporenwurm. Für 6 Mana, eins davon muss grün sein, 6/4 und Totenwelt, der Kraftsporenwurm. Wenn er ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl bis zum Ende des Zuges Wachsamkeit +X/+X, wobei X gleich der Anzahl an Kreaturenkarten in deinem Friedhof ist. Das ist schon mal schön, nicht wahr? Der Kraftsporenwurm kann nicht von mehr als einer Kreatur geblockt werden. Da braucht er nur noch Trample und dann ist das fein. Murmelnder Mystiker. Für 4 Mana, 1 muss blau sein, 1/5. Kreatur, Mensch, Zauberer. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, erzeuge einen 1/1 blauen Vogel Illusion Kreaturen Spielstein mit Flugfähigkeit. Dann haben wir die Dimir Abhörwanze, auch sehr geil. 1/1 für 2 Mana, blau-schwarz. Kreatur, Insekt, fliegend, bedrohlich. Immer wenn du Überwachen anwendest, lege eine +1/+1 Marke auf die Dimir Abhörwanze. Okay, alles klar. Oh, cooles Artwork, gefällt mir. Lotless-Riese für 7 Mana, das ist schon teuer, uiuiui. 6 beliebiger Schwarzes, 6/5 Totenwelt. Der Lotless-Riese, wenn er ins Spiel kommt, fügt er einem Gegner deiner Wahl für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof einen Schadenspunkt zu. Oh, das ist nett auf jeden Fall. Und unsere Rare, oder müssen wir schon wieder drehen hier. Widerstand und wieder aufflammen. Widerstand ist ein Spontanzauber für 2 entweder rot oder weiße. Widerstand fügt einer angreifenden oder blockenden Kreatur deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu. Das ist schön für 2 Mana auf jeden Fall. Wieder aufflammen. 3 beliebige, ein rotes, ein weißes Hexerei. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Erstschlag und Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Nach dieser Hauptphase gibt es eine zusätzliche Kampfphase, in der eine zusätzliche Hauptphase folgt. Das ist natürlich maximal dramatisch, wenn man genug Mana hat. Dann haben wir noch den Izzet-Gilden-Eingang, ne, für blau-rot und dann haben wir das auch schon hintereinander, das Boosterchen hier. Interessant, interessant. Ja, das ist natürlich, die Rare war ganz cool, muss ich sagen. Aber halt auch sehr Mana-intensiv. So, schauen wir mal weiter. Geheimweg-Adept. 2 Mana, eins davon muss blau sein, 1/3 Kreatur, Mensch, Zauberer. Für 2 Beliebungen ein blaues, eine Kreatur in deiner Wahl kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Halt mal typisch blau. Ein Herz fassen. Spontanzauber für einen weißen, eine Kreatur in der Wahl +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Du erhältst für jede angreifende Kreatur, die du kontrollierst, einen Lebenspunkt dazu. Dann haben wir totes Gewicht, eine Verzauberung, eine Aura für ein schwarzes. Verzaubert eine Kreatur, die verzauberte Kreatur hält -2/-2. Fangbein-Einsiedler-Spinne. Für 3 Mana, eins davon muss grün sein, 1/4. Und wer hätte das gedacht bei Spinnen, die hat Reach, also Reichweite. Dann haben wir das Geröllstreifen-Wildschwein. Geiler Name auf alle Fälle auf Deutsch. 4 Mana, 1 davon muss rot sein, 3/3. Wenn das Wildschwein ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Dann haben wir noch den Springfrosch, zu Englisch Leapfrog. Für 3 Mana, 1 davon muss blau sein, 3/1. Er hat Flugfähigkeit, solange wir in diesem Zug schon einen Spontanzauber oder eine Hexerei gespielt haben. Ganz interessant. Verpestete Dämpfe auch mit coolen Artwork. Hexerei für 3 Mana, 1 muss schwarz sein. Alle Kreaturen erhalten -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Des Weiteren überwachen 2. Regen der Erkenntnis. Ein schwarzes, ein blaues, ein beliebiges. Eine Hexerei. Überwachen 2. Dann ziehe 2 Karten. Der Regen der Erkenntnis fügt dir 2 Schadenspunkte zu. Ne? Also das ist nicht umsonst. Dann haben wir den Lichtlöscher. Sehr cooles Artwork, wie ich finde. Für 5 Mana, 1 davon muss schwarz sein, 4/5. Ansonsten Vanilla. Die Karte ist nicht ganz so spannend, aber das Artwork ist schick. Dann haben wir noch das Dimir-Medaillon, 3 Mana, nicht wahr? Für schwarz oder blau oder halt 4-mal bezahlen und opfern und 2 Karten ziehen. Dann haben wir den knisternden Skeada, doppelrot, doppelblau. Sternchen 4 an Stärke, fliegend. Die Stärke des knisternden Skeada ist gleich der Gesamtzahl an Spontan- und Hexereikarten, die du besitzt und die sich im Exil oder in deinem Friedhof befinden. Wenn der knisternde Skeada ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Ja, kann man, wenn man will, das da drauf an dich, nicht wahr? Dann haben wir gieriger Sonnentau. 2 Mana, 1 davon muss grün sein, 0/4 Kreatur, Pflanze, Verteidiger und Reichweite. Für 4 Beliebungen ein grünes, der gierige Sonnentau erhält Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Ja, das ist ganz praktisch, nicht wahr? Dann haben wir den Goblin-Kratermacher.
2-2 für 2 Mana, 1 muss rot sein, Kreatur Goblin Krieger, ein beliebiges können wir bezahlen, Opfer den Goblin Kratermacher, bestimme eines der Goblin Kratermacher, fügt einer Kreatur deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu oder zerstöre eine farblose bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist. Aha. Und die Rare farbenfrohe Wiedergeburt, 5 Mana, 1 auf muss grün sein, eine Hexerei in grün, bringe bis zu 3 mehrfarbige Karten deiner Wahl aus deinem Friedhof und deine Hand zurück, schicke die farbenfrohe Wiedergeburt ins Exil. Okay. Also 3 Karten aus dem Friedhof auf Hand wiederholen ist natürlich nicht schlecht. Gerade in Kombination mit der Geschichte, dass man jetzt welche entweder auf die Bibliothek oder ne, auf den Friedhof legen darf, ist das schon nicht verkehrt. Cooles Artwork, Golgari-Gildeneingang, aber ansonsten halt ne, wieder ein Land, was getappt reinkommt. Und deswegen bin ich da nicht ganz so Fan von. Weiter geht's mit dem nächsten Boosterchen. Und ja, totes Gewicht haben wir schon gesehen. Hinterhältige Vertuschung haben wir auch schon gesehen mit den 4 Karten. Den Kraulbeutegreifer haben wir auch schon gesehen, nicht wahr? Für jede Kreaturenkarte im Friedhof gibt es einen Lebenspunkt dazu. Feuerball haben wir gesehen, Trampelschaden können wir auch aufpumpen. Maximale Flughöhe kennen wir, glaube ich, noch nicht. Hexerei für ein blaues. Eine Kreatur deiner Wahl hält +1/+1 für Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Des Weiteren Katalyse. Leuchtende Fesseln. Verzauberung Aura für 2 beliebige ein weißes verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen oder blocken. Dann haben wir kunstvoller Gegenschlag. 2 beliebige ein blaues ein schwarzes Spontanzauber. Bestimme eines oder beides. Tappe eine Kreatur deiner Wahl. Eine Kreatur deiner Wahl hat -2/-4 bis zum Ende des Zuges. Dann haben wir Gunst des Rudels. 2 beliebige ein grünes ein Spontanzauber einberufen. Und eine Kreatur deiner Wahl erhält +3/+3 bis zum Ende des Zuges. Dann haben wir noch den jungen Rekruten für ein beliebiges und ein rotes oder weißes. 2-1 Kreatur Mensch Soldat. Solange es dein Zug ist, hat der junge Rekrut Erstschlag. Das ist fein. Wache bei Kerzenschein. Wie romantisch. 4 Mana, 3 davon beliebig, 1 in weiß. Verzauberung Aura, verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur erhält +3/+2 an Wachsamkeit. Bestimmt wegen der Kerzen. Dann haben wir wieder den Krauschwarm mit dem coolen Artwork, fliegend. Und wir können dann 3 Mana bezahlen, wobei ein Schwarzer muss eine Karte abwerfen, eine Kreaturenkarte und den Schwarm wieder auf Hand zurückbringen. Dann haben wir Gildenmagier des Schwarms, ein schwarzes, ein grünes, 2-2 Kreatur, 11 Schamane. Wir können 4 beliebige und ein Schwarz bezahlen, tappen. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+0, so bedrohlich +1/+0 und Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges. Oder ein grünes und ein beliebiges Tappen, du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Und dann haben wir noch ein Artefakt, den Wirbelknochen-Zauberstab für ein beliebiges Mana. Können wir tappen, lege die oberste Karte in deine Bibliothek auf deinen Friedhof. Aha, da haben wir wieder so eine schöne Sache, ne? 2 beliebige tappen, schicke den Wirbelknochen-Zauberstab ins Exil. Mische bis zu 5 Karten deiner Wahl aus deinem Friedhof in deine Hand. Aha, so läuft das hier. Heilige Schmelze, so. Land, Gebirge, Ebene. Interessant, also 2 Typen hier. Können wir tappen und ein rotes oder ein weißes erzeugen, wer hätte das gedacht. So wie die heilige Schmelze ins Spiel kommt, kannst du 2 Lebenspunkte bezahlen. Falls du dies nicht tust, kommt sie getappt ins Spiel. Also ein Painland. Wir müssen halt mit Schmerz bezahlen, damit es ungetappt reinkommt. Aber wir haben die Option. Rare Länder immer ganz gut, würde ich nicht vertauschen, würde ich immer behalten. So, dann haben wir nochmal ein schlechteres Land hinterweg und einen Elf-Ritter. Ja, 3 Boosterchen bleiben noch, dann ist die Magic Unboxing Season schon wieder vorbei. Schade eigentlich. Ich finde die Edition, wie gesagt, ganz cool. Also Ravnica war bis jetzt immer schick. Dann schauen wir mal. Diebische Ratte. 2 Mana, 1 muss schwarz sein, 1-1. Wenn die diebische Ratte ins Spiel kommt, wirft jeder Gegner eine Karte ab. Dann haben wir Jagd machen. Eine grüne Hexerei für ein grünes, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, kämpft gegen eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Ja, nicht wahr? Gab es schon in 1000 verschiedene Namen in der Art. Brachialer Feldwebel, haben wir schon mal gesehen. 5 Mana, 1 muss grün sein, 4-2 Elementor. Dimir Informantin, wenn die Dimir Informantin ins Spiel kommt, wende überwachen 2 an. Kostet 3 Mana, 1 davon muss blau sein, 1-4 hat die gute Frau. Klingenausbilderin 3-1, kostet 3 Mana, 1 davon muss weiß sein, Kreatur, Mensch, Standard, Mentor. Ist ganz gut, dass er da 3 dann vorne hat. Ne? Durchtrennte Schicksalsfäden. Für 2 Mana, 1 davon muss schwarz sein.
Kreatur, ach Blödsinn, Hexerei, opfere eine Kreatur so rum als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. Du erhältst Lebenspunkte in Höhe der Widerstandskraft der geopferten Kreatur. Dazu zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Ja, vorgelesen wie in der Grundschule, sehr schön. Das Golgari-Medaillon, ich glaube, das haben wir so alle einmal gesehen, halt für schwarz oder grün. Rosenmähen Zentaur, den haben wir auch schon mal gesehen. Mit Einberuf und Wachsamkeit 4-4 für 5 Maler. Holzformerin aus Sumala. Zwei beliebige, ein grünes, ein weißes, 2-1 Kreatur, 11 Druide. Wenn die Holzformerin aus Sumala ins Spiel kommt, schaue dir die obersten 4 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturen- oder Verzauberungskarte offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Okay, ne? Also Karte auf der Hand. Dann haben wir die Dunkelklingen-Agentin. Ein schwarzes, ein blaues, ein beliebiges. 2-3. Solange du in diesem Zug Überwachen angewendet hast. Warum steht denn das nicht dahinter? Okay, komische Karten für Textführung. Solange du in diesem Zug Überwachen angewendet hast, hat die Dunkelklingen-Agentin Todesberührung und immer wenn diese Karte, wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Okay, alles klar. Dann haben wir Desinformationskampagne. Ein beliebiges, ein blaues, ein schwarzes, eine Verzauberung. Wenn die Desinformationskampagne ins Spiel kommt, ziehst du eine Karte und jeder Gegner wirft eine Karte ab. Immer wenn du Überwachen anwendest, bringen die Desinformationskampagne auf die Hand ihres Besitzers zurück. Dann haben wir verschlungene Pfade, drei beliebige, ein grünes, eine Hexerei. Durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 2 Standard- und oder Torkarten. Bringe sie getappt ins Spiel und mische dann deine Bibliothek neu. Das finde ich sehr cool. Und oder. Das ist sehr geil. Okay. Und. Ach, ist auch gar nicht die Rare. Nekrotische Wunde. Spontanzauber für ein schwarzes Totenwelt. Eine Kreatur deiner Wahl erhält bis zum Ende des Zuges minus x minus x, wobei x gleich der Anzahl an Kreaturenkarten in deinem Friedhof ist. Falls die Kreatur in diesem Zug sterben würde, schicke sie stattdessen ins Exil. Und unsere Rare. Forschung des Feuerhirns. Okay. Ein blaues, ein rotes, eine Verzauberung. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wählst, lege eine Ladungsmarke auf die Forschung des Feuerhirns. Ein beliebiges, ein blaues können wir bezahlen. Entferne 2 Ladungsmarken von der Forschung des Feuerhirns. Ziehe eine Karte. Rot und ein beliebiges, entferne 5 Ladungsmarken von der Forschung des Feuerhirns. Sie fügt einem Ziel deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu. Okay. Okay, okay, okay. Dann haben wir noch einen Isidgilden-Eingang und ein Engelchen. Ja, 2 Boosterchen bleiben uns nur noch. Meine Stimme ist aber auch noch so weit vorhanden. Aber Halsschmerztablette wäre gleich mal ganz cool, glaube ich. Von lauter Gesammel. So, dann haben wir den, wirst du wohl, den Loxodon Wiederhersteller. 6 Mana, Doppelweiß muss dabei sein, 3-4 mit einberufen. Wenn der Loxodon Wiederhersteller ins Spiel kommt, erhältst du 4 Lebenspunkte dazu. Dann haben wir tödlicher Besuch, der sich hier über den Balkon ankündigt. Doppelschwarz, 3 beliebige, Hexerei, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl und überwachen 2. Dann haben wir Defkarin Abtrünnige, 2 Mana, 1 muss grün sein, 2-2, Kreatur, 11 Krieger. 4 beliebige, ein grünes können wir bezahlen, die Defkarin Abtrünnige erhält +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Dann haben wir den Goblin-Schlosser, der hier schön die Tür aufschließt, wie man sieht. 2-1 für 2 Mana, 1 muss rot sein, immer wenn der Goblin-Schlosser angreift, können Kreaturen mit Verteidiger in diesem Zug nicht blocken. Dann haben wir den Musenskeader. Für 4 Mana, 1 muss blau sein, 1-3 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Treue Verbündete, eine Hexerei. Für 3 Mana, 1 muss weiß sein. Erzeuge 2 1-1 weiße Kreaturen. Soldat, Spielsteine mit Lebensverknüpfung. Gerade mit Lebensverknüpfung, das finde ich interessant. Innere Einkehr, Spontanzauber. Für 3 Mana, 1 muss grün sein, einberufen. Verhindere allen Kampfschaden, der in diesem Zug zugefügt würde. Nicht wahr? Nebel und wie sie schon alle hießen, die Karten. Vernadi Schildbruder, Wachsamkeit 2-2. Ein beliebiges und ein grünes oder weißes. Dann haben wir unerklärliches Verschwinden. Auch interessantes Artwork auf jeden Fall. Für 2 Mana, 1 muss blau sein. Spontanzauber, bringe eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Überwachen 1. Dann haben wir den einstmaliger Infanterist. Für ein beliebiges, ein schwarzes, ein grünes 2-2 Kreatur Zombie Soldat. Wirf eine Kreaturenkarte ab. Der einstmalige Infanterist erhält +2/+2 und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Aktiviere diese Fähigkeit nur einmal pro Zug. Ja, der letzte Satz ist leider ein bisschen schade. Ansonsten hätte man den zum Ende, ne, wenn es eh final wird, schnell aufpumpen können und dann durchjagen.
Dann haben wir hier eine Doppelkarte, ersetzen und erfinden. Ersetzen Spontanzauber für ein rotes und ein blaues. Vertausche jeweils Stärke und Widerstandskraft von bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl. Das finde ich ganz cool. Dann haben wir erfinden für 4 beliebige ein rotes und ein blaues. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Spontanzauber und oder Hexereikarte. Zeige sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und mische deine Bibliothek neu. Das heißt, wir dürfen uns einen Spontanzauber und eine Hexerei raussuchen und die auf der Hand nehmen. Das ist ganz cool. Also quasi ein Doppeltutor für sowas in der Art. So, dann haben wir hier Ritterin des Konklaves, doppelgrün, doppelweiß. 4-4 Kreatur Zentaur Ritter. Wachsamkeit. Wenn die Ritterin des Konklaves stirbt, erzeuge 2-2 grüne, weiße, grün und weiße Elf-Ritter-Kreaturen-Spielsteine mit Wachsamkeit. Oh, 2-2 ist natürlich ganz schick. Sonnenheimgetreuer. 2-2 für 2 Mana, 1 muss weiß sein, Kreatur, Mensch, Soldat, Erstschlag. Also sind viele Soldaten wieder am Start hier. Und Mentor und unsere Rare ist Herbstritterin. 2-1 für ein beliebiges, ein grünes, ein weißes, Kreatur, Dryade, Ritter. Wenn die Herbstritterin ins Spiel kommt, bestimme eines. Lege 2+1+1 Marken auf die Herbstritterin. Oder zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Oder du erhältst 4 Lebenspunkte dazu. Ja, sehr multifunktional die gute. Leider keine voll dabei. Und letztes Boosterchen schon. Oh, da habe ich vor Schreck schon hier vor Stativ. Das ist wirklich doof. Ja, schade. Schade eigentlich. So schnell geht das dann immer vorbei. Aber ne, kostet ja auch mal alles Geld. Eine Krabbe, die haben wir noch gar nicht gesehen. Eine Wunschmünzenkrabbe. 2-5 für 4 Mana, 1 muss blau sein und ansonsten Vanilla. Leuchtende Fesseln. Verzauberung Aura, 3 Mana, 1 muss weiß sein, verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen oder blocken. Kommt mir irgendwie bekannt vor, haben wir schon mal gesehen, sowas, ne? Wesensmalzeichnerin, Doppelschwarz, 2 beliebige, 2-3 Kreatur, Mensch, Schamane mit Totenwelt. Wenn die Wesensmalzeichnerin ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl bis zum Ende des Zuges Bedrohlichkeit und plus X plus 0, wobei X gleich der Anzahl der Kreaturenkarten in ihrem Friedhof ist. Dann haben wir Wilder Ceratops. 4-3 für 4 Mana, 1 muss grün sein, nicht wahr? Ansonsten Vanilla. Furchtlose Hellebardistin. 3-2 für 3 Mana, 1 muss rot sein, Vanilla. Radikale Idee. 2 Mana, 1 muss blau sein. Ein Spontanzauber, ziehe eine Karte und Katalyse. Also die kann halt auch aus dem Friedhof gewirkt werden. Dann haben wir hier einen Torplatz, der kommt aber getappt ins Spiel. Ist ein Land und auch ein Tor. Wie gesagt, kommt getappt rein. Wenn er ins Spiel kommt, müssen wir noch ein beliebiges Mana bezahlen, ansonsten wird er sofort geopfert. Dann aber schmeißt er ein Mana einer beliebigen Farbe raus, wenn wir eine tappen. Das ist dann wieder schön. Der Lichtlöscher, 4-5 Vanilla, den haben wir auch schon gesehen. Der junge Rekrut, der immer Erstschlag hat, wenn es unser Zug ist, 2-1 haben wir auch schon gesehen. Boros-Medaillon, kennen wir auch mittlerweile. Dann haben wir den Kraul-Harpunier, den hatten wir auch schon gesehen, aber der Text war ein bisschen länger. 3-2 für 2 Mana, es muss grün sein. Insektenkrieger mit Reichweite. Wenn er ins Spiel kommt, bestimme bis zu einer Kreatur deiner Wahl mit Flugfähigkeit, die du nicht kontrollierst. Der Kraul-Harpunier erhält plus X plus 0 bis zum Ende des Zuges, wobei X die Anzahl an Kreaturenkarten in deinem Friedhof ist. Dann kannst du den Kraul-Harpunier gegen die bestimmte Kreatur kämpfen lassen. Ja, ne? Dann haben wir Turbines Monument 0-0, den haben wir wirklich noch nicht gesehen, der Kleriker. Für 4 beliebige Mana, Artefaktkreatur, verursacht Trampelschaden. Das Turbine Moment kommt mit 3+1+1 Mana ins Spiel. Immer wenn du einen mehrfarbigen Zauberspruch wirkst, lege eine +1/+1 Marke auf das Turbine Monument. Das ist natürlich eine feine Sache, gerade weil er auch Trampelschaden hat, ne? Kriechende Kälte, Hexerei, für 4 Mana, 1 davon muss schwarz sein. Die kriechende Kälte fügt jedem Gegner 3 Schadenspunkte zu und du erhältst 3 Lebenspunkte dazu. Wenn die kriechende Kälte von deiner Bibliothek auf den Friedhof gelegt wird, kannst du ins Exil schicken. Falls du dies tust, fügt die kriechende Kälte jedem Gegner 3 Schadenspunkte zu und du erhältst 3 Lebenspunkte. Das ist natürlich eine coole Aktion, auf jeden Fall, gefällt mir. Und zum Abschluss gibt es eine rote Rare, Experimentierfreude, für 4 Mana, eine Verzauberung, ein Mana davon muss rot sein. Du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Du kannst die oberste Karte deiner Bibliothek spielen. Du kannst keine Karten aus deiner Hand spielen. Für 4 Mana, eins davon muss wieder rot sein, zerstöre die Experimentierfreude. Okay, also du kannst zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Du kannst sie auch spielen, aber du kannst keine Karten aus der Hand spielen. Das ist interessant. Interessante Rare, bestimmt Potenzial. So, dann gibt es noch einen Golgari-Gildeneingang mit dem coolen Artwork, aber ansonsten nö. Ja,
Was sagen wir dazu? So lala, würde ich sagen. War ganz okay, aber hätte auch besser sein können. Naja, steckt man nicht drin, nicht wahr? Sonst muss man Einzelkarten kaufen, wenn man es genau wissen will. Aber naja. Gut, ich bin dann erstmal wieder durch. Meine Stimme ist auch gleich schon wieder durch. Ich möchte mal wissen, wann diese Kackseuche endlich weggeht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß mit der neuen Edition und viel Glück beim Ziehen. Lasst einen Daumen da, lasst noch lieber ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video und dann hoffentlich mal wieder ein bisschen gesünder. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, ciao.